Moin Moin und herzlich willkommen zu Nichterweisheit letzter Schluss. Ja, dies ist jetzt der zweite Teil, wo ich auf dem Raspberry Pi P400 auf diesem schnuckligen Gerät hier Manjaro installiert habe und verschiedene Dinge ausprobiere, um herauszufinden, ob sich das Ganze so als Virtualisierungsplattform auch nutzen lässt. Also kurz Zusammenfassung, kann man machen, muss man aber nicht. So, meine Selbstbeweihräucherungsseite, guckt euch das an, was ich sonst noch so mache. IT, Linux, dieses ganze Zeugs kommerziell und ich habe auch Spaß daran und ich verwende Raspberry Pis für alle möglichen Zwecke. Dann, was ich in der letzten Folge gemacht habe, ist hier KVM und Virt Manager. Das haben wir schon durch. Dann habe ich dieses Mal Box 64 mit dabei. Damit kann man eben einen PC quasi so weit simulieren, dass man eben Programme, die für AMD 64 oder für Intel 64 Bit-Systeme kompiliert wurden, auch auf diesem Raspberry Pi ausführen kann. Das Ganze funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe das mit Firefox eigentlich mal so mir ausgedacht, dass das eine gute Idee gewesen wäre. Aber es hat sich herausgestellt, mit Firefox funktioniert es nicht. Dann probiere ich verschiedene Sachen einfach mal aus. Und das, wo es als erstes funktioniert, ist Godot, eine 3D-Engine. Dann im ursprünglichen Plan hatte ich auch drin, dass ich mir diesen Brave-Browser einfach selbst kompiliere auf diesem P400 hier. Der Quelltext umfasst mehrere Gigabyte, habe ich dann gesehen, das hätte Tage, Wochen, Monate gebraucht, das zu kompilieren, wenn es überhaupt geklappt hätte. Von dem Plan bin ich abgekommen. Darum installiere ich SuperTux 2. Und das Ganze eben aus diesem Arch User Repository. Das sind so quasi Kochrezepte, wo Quelltext runtergeladen, eingerichtet, kompiliert und installiert werden. Und das dauert eben dementsprechend länger. Dann probiere ich noch die DOS-Box aus. Damit kann ich so einen alten Rechner emulieren. Und da drin werde ich Monster Bash spielen. Das Ganze sehr schlecht. Und was hier noch nicht draufsteht auf den Folien, ich werde auch nochmal den RISC-V, den ich schon mal vorgestellt habe, das ist eine alternative CPU-Architektur, den kann man mit QEMU emulieren. Und da drin werde ich so ein minimales Debian Unstable starten und gucke mich dann mal kurz um. Bloß einfach mal zum Zeigen, dass es geht. Ja, viel Spaß und dann Abfahrt geht's los. So, dann hüpfe ich mal zu meinem Manjaro, was ich ja auf meinem Raspberry Pi 400 installiert habe. So, damit ich jetzt keinen Mist erzähle, dass ich wirklich auf dem Pi 400 bin, gucken wir einmal, was das ist. Also hier haben wir so einen Manjaro-Kernel und einen ARM-Kernel. Und das hier sagt mir, es ist ein 64-Bit-ARM-Kernel, der da drin läuft. Dann nehme ich wiederum hier meine Ideensammlung. Ich passe das Skript dennoch an, wenn an einigen Stellen was fehlt oder nicht, dann hole ich das dann nochmal nach. Und ihr bekommt in den Beschreibungen dann die aktuellen Versionen von diesem Skript und auch von den Folien, falls ich da noch was ändere. So, mit dem J kann ich, zurückgesprungen, es gibt zwei verschiedene Varianten. Es gibt diese Binärpakete, die installiere ich mit Pacman. Die sind halt vorbereitet für die jeweilige Architektur. Ob ihr jetzt so ein AMD 64, so ein Intel 64 Bit-System habt, da gibt es Pakete für. Und es gibt eben auch die kompilierten Pakete für ARM 64. Die kann ich über Pacman installieren. Und dann gibt es eben verschiedene Paketmanager für diese Arch User Repositories. Dort befinden sich halt Quelltexte drin und Baurezepte. Und dann gibt es verschiedene Paketmanager drin, die das vereinfachten. Also man kann das mit Git herunterladen, den Quelltext. Und dann kann man das Paket halt bauen lassen und gleichzeitig installieren. Das wäre hier so ein Dreizeiler, ist nicht großartig kompliziert.
Aber es gibt eben auch Paketmanager, die das Ganze komfortabler machen. Und ich habe mir da eben diesen Jay ausgesucht. Damit ich Jay überhaupt installieren kann, muss ich mir den Quelltext besorgen. Das kommt hier halt als Schritt. Und vorher brauche ich eben Entwicklungswerkzeuge. Die lade ich mir halt hier mit herunter, installiere die und dann nehme ich auch noch Git mit. Und dieses Base Devil, das entspricht quasi dem Build Essentials bei Debian. Also da ist es so ein Bündel von Paketen, die man halt zum Kompilieren, Konfigurieren von Quelltexten braucht und so weiter. So, das Ganze kopiere ich jetzt einmal und führe das aus. Ich brauche dafür Root-Rechte. Ich habe mich hier schon mal eingeloggt als Root-Benutzer und jetzt füge ich das Ganze ein. Und jetzt warnt mich halt das Terminal davor, dass ich Dinge einfügen möchte und dass das halt potenziell gefährlich sein könnte. Guter Hinweis eigentlich. Wenn ihr diese Sachen aus dem Internet runterladet, irgendwelche Skripte, nicht einfach so ausführen, vorher nochmal reingucken, ist immer eine gute Sache. Aber das hier ist in Ordnung. So. Ja, und jetzt werden hier verschiedene Pakete vorgeschlagen, die aus dieser Zusammenstellung kommen, mit der man halt ja, Pakete kompilieren kann. Und vorher wird halt auch noch ein Update gemacht. Das Update möchte ich mitnehmen. Also erstmal wird dieses System komplett einmal aktualisiert. Da sind dann halt auch so Sachen drin wie der Firefox hier. Da ist gerade wieder eine neue Version rausgekommen. Und hier ist dann auch ja, ein Compiler, glaube ich, ist das. Firmware, Icons, alles Mögliche ist dann mit dabei. Also Sachen, die ich halt so schon installiert habe, werden jetzt nochmal aktualisiert. Und im zweiten Schritt erst hole ich mir hier Git und dieses Base Devil. Wenn ihr das jetzt wirklich ein bisschen sinnvoller ausprobieren wollt, nehmt vielleicht einen schnellen USB-Stick, worauf ihr das Manjaro installiert oder verwendet so eine externe SSD. Das macht wirklich sehr viel Unterschied, denn so eine normale SD-Karte, die ihr in diesen Kartenschlitz reinschiebt, die ist halt doch viel, viel langsamer und da kommt nicht so viel Freude auf. Ja, denn wir haben hier jetzt ja, fast 650 MB Daten schon mal runtergeladen. Die sind jetzt schon draufgeschrieben und ansonsten dauert das halt viel, viel länger. Jetzt werden die Pakete nochmal überprüft, die runtergeladen wurden und gleich werden die dann halt Stück für Stück installiert bzw. aktualisiert. So, irgendwas hat jetzt da nicht wirklich funktioniert, aber jetzt, also eigentlich ging es mir auch an der Stelle mehr darum, dass ich meine Entwicklungswerkzeuge habe. Jetzt geht es um das Installieren der Gruppe Base Devil. Also es ist kein wirkliches Paket, was dort installiert wird, sondern mehr so eine Paketzusammenstellung, so eine Gruppe aus Paketen. Und hier wird mir aufgelistet, was dort alles drin ist. Das sind diese grundlegenden Paketwerkzeuge, die ich haben möchte. Ich könnte jetzt irgendwie sagen, dass ich jetzt bloß die 6 mit File haben möchte und vielleicht 17 mit Make. Aber ich möchte ja alle haben, damit ich mein grundsätzliches Entwicklungssystem habe. So. Und das lasse ich jetzt installieren, diese 25 Pakete. Beziehungsweise ein Teil wird ja wahrscheinlich schon da sein, wird denn jetzt aktualisiert. Und hinterher habe ich denn mein Basissystem zum Entwickeln. Das habe ich jetzt als Root gemacht. Das nächste mache ich jetzt als normaler Benutzer. Ich hole mir jetzt von dem Arch Linux, diesem Arch User Repository, den Git-Klon mit hier Git-Klon runter. Und dann habe ich jetzt den Quelltext da drin. Moment, habe ich schon mal gemacht. Da hatte ich schon mal was vorbereitet. Aber damit ihr es einmal seht, mache ich das quasi nochmal neu. Also das, was gerade eben passiert ist, habt ihr nicht gesehen. Ich hole mir jetzt mit Git-Klon den J-Quelltext für diesen Paketmanager. So, geht da rein.
Und da habe ich jetzt eben dieses PK-Build. Das ist diese Bauanleitung für ja, das J. Da steht dann auch, wo der Quelltext runtergeladen wird. Eine Checksumme steht da drin und so weiter und so fort. Also das ist dieses Kochrezept dafür, dass hinterher J installiert wird. Im Verzeichnis war ich schon drin. Und jetzt lasse ich das Ganze einmal mit diesem Befehl konfigurieren, dass der Quelltext so eingerichtet ist, wie das sein soll. Dann, ne? Achso, keine Ahnung. Irgendwie mit dem Umbruch hat das nicht funktioniert. So, einmal brauche ich jetzt das Root-Passwort. Ich muss diesen Schritt allerdings als normaler Benutzer machen, sonst meckert das. So. Ja, genau. Ich möchte das hinterher auch installieren. Und es werden halt zusätzliche Pakete benötigt, damit das gebaut werden kann. Das J verwendet Go als Programmiersprache, also brauchen wir noch das Go-Paket. Das wurde vorher noch nicht installiert. Das brauchen wir aber zum Bauen. Das ist quasi so eine Bauabhängigkeit. Das gibt es auch bei Debian-Paketen. Dort kann man eben auch hinterlegen, welche Pakete gebraucht werden, um dieses Paket zu bauen. Und die braucht man eben bloß zum Kompilieren von dem jeweiligen Quelltext bei dem Paket, um das Paket zu bauen. Und hier ist es eben auch so. Also diese ganzen Paketverwaltungssysteme, die haben doch sehr große Ähnlichkeiten. Ob das jetzt bei Debian ist, bei Ubuntu, bei Linux Mint mit den Debian-Paketen oder bei der Red Hat-Schiene mit Alma Linux oder eben auch hier. Also die Parallelen sind doch relativ groß. Auch wenn es im einzelnen Detail natürlich Unterschiede gibt, aber die meisten Funktionen gibt es halt überall. So, nachdem das Ganze jetzt gebaut wurde als Paket und ich meine, das wurde jetzt auch schon installiert, jetzt werde ich noch gefragt, ob ich dieses Go, also diese Programmiersprache, ob ich die hinterher wiederum entfernen möchte, weil sie ja eigentlich bloß für das Bauen von diesem Paket gebraucht wurde. Kann ich jetzt sagen, ja oder nein? Wenn ich jetzt häufiger Pakete habe, die ich über dieses Aura installieren möchte, dann kann ich das Paket halt im System lassen, denn jedes Mal wieder runterladen oder vielmehr nochmal neu installieren aus der Datei, die schon da ist und hinterher wieder deinstallieren, macht nicht so viel Sinn. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt mal dagegen. Ich lasse das Paket einfach drin. So, ja, genau, die Abhängigkeit. Nein, nein, ich möchte das nicht entfernen. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt so eine großartige Warnung sein soll, wo ich mich aktiv dafür entschieden habe, aber ja. So, und jetzt habe ich eben J als Kommando. Und mit J kann ich jetzt eben genauso wie mit dem Pacman, was wir in dem vorigen Video schon mal hatten, kann ich Dinge installieren und deinstallieren und ja, Paketmanagement machen, bloß dass diese Pakete nicht binär vorliegen, sondern aus Quelltexten gebaut werden. Wenn ich mir jetzt diesen Box 64, diesen Emulator für ja, PC-CPUs holen möchte, kann ich das wieder genauso machen. Ich mache mir mit Git-Klon hier so einen Klon von ja, dieser Bauanleitung, gehe da rein, lasse das Paket halt erstellen und kann das hinterher auch automatisch damit installieren lassen. Ich kann das aber auch zweiteilig machen. Ich kann, nachdem ich das geklont habe und in dem Projektverzeichnis bin, auch hier mit diesem MakePKG ein Paket bauen lassen und hinterher das Paket mit Pacman installieren lassen. Oder die Variante für, ja, für Faule, die das jetzt ja schon über das J machen können, weil J haben wir jetzt ja gerade installiert. Da kann ich jetzt auch sagen, hoffe ich jedenfalls, minus S, Box 64, also minus großes S heißt installieren. Und genau, jetzt haben wir hier wiederum auch sowas. So groß wird es nachher werden. Ja, so viel muss runtergeladen werden. Okay. Und das Ganze braucht jetzt sogar gar nicht kompiliert zu werden. In diesem Aura scheint sogar eine ARM64-Version schon vorhanden zu sein. Damit hatte ich jetzt so gar nicht
gerechnet. Also ich bin ja auch quasi komplett neu. Also Arch habe ich nie benutzt und Manjaro halt auch nicht. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, das wird immer kompiliert, aber stimmt anscheinend nicht. Also ich habe jetzt meinen Box 64 ohne Kompilieren jetzt schon auf meiner SSD. Schöne Sache. So, als nächstes muss ich dem Manjaro noch beibringen, dass es auch diese x86, also diese PC-ausführbaren Dateien, akzeptiert und halt nicht einfach so versucht auszuführen, was natürlich nicht klappt, weil wir hier ein ARM-64-System haben und kein AMD-64-System, sondern diese AMD-64 11-Dateien, die ausführbaren Dateien, sollen mit dem Box 64 gestartet werden. Und das mache ich halt so. So, das Ganze mache ich als Root. So, das soll es gewesen sein. Habe ich irgendwo gelesen, ob es klappt? Sehen wir gleich. So, jetzt brauche ich noch meinen Firefox, aber in der x86 64-Bit-Version, also für einen ganz normalen PC, lade ich mir jetzt über Curl runter und speichere das Ganze unter Temp. Also Temp Firefox tar.bz2. Das ist auch schon fertig. Dann als nächstes entpacke ich mir den Firefox in mein Home-Verzeichnis, lege ein neues Verzeichnis hier an, Firefox. Und da müsste auch irgendwas zum direkt Ausführen drin sein, so ein Startskript oder so. Ja, das ist ein bisschen größer anscheinend, genau. Ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das läuft. Also ich rechne hier immer mit Fehlschlägen dabei, dass das dann doch alles nicht so funktioniert, aber mal gucken. So, Firefox. Das sollte die ausführbare Datei sein. So, ja, nein, ja, nein. So, ich habe es gedrückt. Und? Ah, okay. Also da steht ja schon irgendwas von wegen nativ emulated x86-64. Also ich sehe jetzt noch keinen Abbruch, also keinen Komplettabbruch dabei. Ansonsten, wenn das jetzt so nicht funktionieren würde, obwohl kommt da immer wieder dasselbe. libRTSO1, das kommt jetzt irgendwie relativ häufig. So, neue Idee, SuperTux. Gibt es ja für verschiedene Systeme, gibt es eben auch für Linux und dort gibt es ein App-Image und wie ich unten am Dateinamen sehe, ist es auch für 64-Bit. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt so ein App-Image runterlade und dann mal gucke. So, gucken. WGET und hier Link rein. Also nach meiner ersten Erfahrung jetzt mit dem Box 64 würde ich sagen eher nein, aber aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Das ist auch positiv. So, das App-Image einmal ausführbar machen. Und einmal starten. Okay. Ja, mal gucken, was steht da drin. Ja, das will er jetzt gar nicht. So, jetzt versuche ich einmal dieses SuperTux App Image
zu entpacken. Also man kann hier wohl so einen Parameter angeben und dann wird das entpackt. Wenn es die richtige Architektur hätte. So, wenn ich jetzt hier sage Box 64, super, SuperTux, geht das? Ah, okay. Ich brauche libfuse dafür. Das ist ja ein, okay. Also ist ja wieder ein Hinweis. Kann ich mal gucken. So, Pacman minus SS Fuse. So. Und ich möchte. Ja, was möchte ich denn? Möchte ich Fuse 3? Ja, vielleicht hier. Achso, installiert, installiert. Das ist eigentlich da. Common ist auch installiert. Eigentlich sind die Fuse-Dinger ja schon da. Ja, da komme ich so jetzt auch erstmal nicht weiter. So, nächste Idee. Godot Engine. Dort kann man halt ausführbare Dateien runterladen oder so ein ZIP-Archiv, auch 64-Bit. Mal gucken, ob mir das jetzt irgendwas beschert, was ich wirklich damit starten kann mit dem Box 64. Also erstmal runterladen. Ja, 38 MB gepackt. Das ist ja schön an dieser Godot Engine, dass die Datei nicht so groß ist, aber einen sehr großen Funktionsumfang enthält. Also es ist eine komplette 2D, 3D Engine. Und mal gucken, ob Box 64 damit jetzt was anfangen kann, wenn ich es entpackt habe. Ja, nach meinen bisherigen Erfahrungen würde ich jetzt sagen, eher nicht, aber ich lasse mich natürlich immer wieder gern eines Besseren im positiven Sinne belehren. So. Ja, mal ausführbar machen. Und ja, X-Randre kann er nicht. Da brauche ich irgendwie so eine zusätzliche Erweiterung für. Mal gucken, kann ich da noch was? Aber. Also interessant daran ist jetzt ja, das ist jetzt ja ein Programm für PC in 64-Bit-Varianten. Und ich habe jetzt hier angegeben, dass ich die Hilfefunktion haben möchte. Also hier so ist mein Aufruf. Und die Hilfe, die ich zurückgekriegt habe, die gehört zu Godot. Also prinzipiell scheint das schon zu funktionieren. Diese andere Erweiterung, die fehlt mir auf dem hier. Und das ist eben halt der Rechner, wo ich auch mein OBS laufen lasse und wo ich mir das quasi das Bild anzeigen lasse. Und die Erweiterung funktioniert halt da so nicht. So, als nächstes werde ich ja nochmal probieren, ob das mit der Capture-Karte irgendwie besser geht. Das werdet ihr sehen, wenn das Bild als nächstes so verschwommen ist. So, wie man jetzt daran sieht, dass es auch so ein bisschen unscharf ist, das ist jetzt wiederum diese Capture-Karte. Also ich habe den Raspberry Pi einmal neu hochgefahren, Capture-Karte angeschlossen und so weiter. Und jetzt funktioniert es auch. Also ich bin jetzt wieder als Benutzertest eingeloggt. Ich habe jetzt weiterhin hier mein Godot und das ist diese 64-Bit-Variante für einen normalen PC. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal so anstarte, hagelt es jetzt zwar noch ein paar Fehler, aber dauert auch ein bisschen. Noch ein paar weitere Fehler. Jetzt kommt eben das Startbild. Und jetzt habe ich hier dieses ja, Menü, um vorhandene Projekte zu laden.
Ich habe schon mal verschiedene runtergeladen, also hier zwei verschiedene. Dieses erste, der diesen Third-Person-Shooter. Das, keine Ahnung, ob es durchgeladen hätte, auf jeden Fall. Ich habe es dann irgendwann abgebrochen, weil es einfach zu langsam war. Was ich aber als Projekt laden kann, ist hier dieses. Oh, Moment, laden, wie geht das? Einfach so. Also dann wird irgendwie dieser Ladedialog nochmal geschlossen und dann fährt diese Oberfläche jetzt nochmal neu hoch. Das ist so, wie es soll. So, jetzt das Ganze nochmal in größer. So, und jetzt ist dieses Projekt auch geladen. Also ich kann da drin rumscrollen, ich kann hier die verschiedenen, ja, Dinge tun. Ich kenne mich nicht aus. Aber ich kann das schon benutzen. Also es ist natürlich deutlich langsamer, als wenn ich das jetzt nativ auf dem richtigen PC machen würde. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, das Ganze wird auf einer relativ schwachen Hardware emuliert und ihr das emuliert eben eine andere Rechenarchitektur irgendwie. Und das funktioniert. Das finde ich eigentlich eher das Erstaunliche, dass es überhaupt geht. Und das ist ja auch relativ komplex, würde ich sagen. Ja, prinzipiell ja, im Zweifelsfall wahrscheinlich eher nein. Den Punkt hätten wir dann auch abgearbeitet von der Liste, die ich noch hatte. So, neuer Tag, neues Glück. Eigentlich hätte ich als nächstes ja vorgehabt, den Brave zu kompilieren, den Browser. Dann habe ich aber das mal angetestet, dazu habe ich jetzt kein Video gemacht. Und da wäre allein schon der Quelltext, der runtergeladen wird, mehrere Gigabyte groß gewesen. Also das Kompilieren hätte, keine Ahnung, eine Woche oder sowas gedauert. Grob geschätzt. Von daher bin ich jetzt von dem Plan, Brave selbst zu kompilieren, auf dem Raspberry Pi P400 abgekommen. Wenn ihr irgendwann mal ganz viel Lust und Zeit haben solltet, das auszuprobieren, könnt ihr es natürlich machen. Wenn ihr das ausprobiert habt, schreibt das einfach mal in die Kommentare rein, ob es überhaupt zum Ergebnis kommt. Ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, wie ich das machen würde. Ich würde mir jetzt über Pacman dieses Screen installieren. Mit Screen könnt ihr im Hintergrund halt einen Prozess laufen lassen, könnt euch darauf wieder verbinden, wieder zumachen, auf zu, je nachdem. Und ihr könnt das Ganze eben auch mitschneiden lassen, was als Textausgabe in der Shell kommen würde. Das wäre quasi das hier. Das würde euch jetzt eine neue Sitzung Brave Build aufmachen und alle Ausgaben in diese Datei Brave Build Log schreiben. Dann könnt ihr hinterher irgendwann mal nachgucken, was da passiert ist, könnt das nachvollziehen und euch das angucken, zum Beispiel mit less und dem Dateinamen und minus r, weil da eben auch Steuerzeichen drin sind in diesem Mitschnitt. Und dann in dieser Sitzung könnt ihr einfach mal das denn installieren, also mit J den Quelltext runterladen, das Bauen anstoßen und so weiter. Und damit man noch so einen groben Überblick hat, wann das Ganze angefangen hat, gebe ich einmal hier mit Date, denn Uhrzeit, Datum aus und dann wird das Ganze kompiliert, hoffentlich jedenfalls, und installiert und hinterher dann nochmal wieder Date und dann kann man halt gucken, wie lange es gebraucht hat. Ja, probiert das aus, wenn ihr es wollt. Oder lasst es. Weil das Ganze viel zu lange dauern würde, nehme ich jetzt als Alternative einmal hier SuperTux, damit wir einmal dieses Arch User Repository auch mal ausprobiert haben. Das ist ganz, also das Ganze ist deutlich kleiner und sollte irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Gucken wir einfach mal, was da jetzt passiert. Jetzt bin ich wieder auf dieser Shell. Und ich kopiere das einfach mal rein. Habe ich noch eine Zwischenablage gehabt? Ich bin zu faul zum Abtippen. Und jetzt lasse ich das Ganze eben installieren. Jetzt werde ich noch gefragt, ob ich die Abhängigkeiten nach dem Bauen wieder entfernen möchte. Ja, ich brauche ja letztendlich die Quelltexte und irgendwelche anderen Bauabhängigkeiten nicht mehr. Von daher sage ich jetzt einfach mal Y für Yes. Und ja, von mir aus. Denn kann das hinterher weg. Ich möchte mir jetzt keine Diffs angucken. Also,
welche Dinge dort gemacht werden. Das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ob ich probieren möchte, das Ganze zu bauen? Ja, möchte ich. Und ja. So, jetzt werden irgendwie die Abhängigkeiten runtergeladen, irgendwelche Programme, die man halt braucht, um das Ganze zu bauen. Also CMake zum Beispiel und Bibliotheken wie hier Boost zum Beispiel wird einfach gebraucht, damit man es kompilieren kann. Ja. Und damit man es eben nachher auch ausführen kann. Aber diese Entwicklungsbibliotheken, die werden wohl hinterher denn wieder entfernt. Jetzt holt sich das J den Quelltext von Git, den von dem Supertux einfach runter. Na, mal gucken, wie viel das wird. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber es sollte deutlich weniger als Brave sein. So, jetzt fängt es mit dem Kompilieren an, von diesem GLM heißt es, glaube ich. Zum Glück hat der Pi P400 vier Kerne. Jo, mal schauen, wie lange das dauert. So, das Bauen davon scheint fertig zu sein. Damit ich das Ganze jetzt installieren kann, brauche ich wiederum mein Passwort. Das gebe ich jetzt, also habe ich jetzt schnell eingegeben. Und jetzt wird da dieses GLM installiert. Ja, und jetzt eben wurde Supertux, der Quelltext, geholt. Und so, und das müsste jetzt wirklich die Kompilierung von dem Supertux sein. Ja, ein paar Warnungen und ein paar Hinweise gibt es ja. Aber wenn es trotzdem durchläuft, wäre das ja eine feine Sache. So sollte das jetzt die Zielgeraden sein. Ich habe jetzt nebenbei die Zeit genutzt, habe noch ein Video geschnitten. Von daher habe ich es auch nicht ganz mehr angeguckt, weil Statusbalken sind jetzt nicht so spannend oder vielmehr Prozentangaben. Ja, könnte aber auch bloß die Bibliothek für Supertux sein und noch nicht das ausführbare Spiel. Mal gucken. Das sieht jetzt wirklich danach aus, dass es jetzt die ausführbare Datei für Supertux 2 ist. Spannung, Spannung. Okay, jetzt wird nochmal hier. Ja, okay. Das scheint wirklich die Installation jetzt zu sein. So. Bereinige ungewollte Dateien, entferne statische Bibliotheken. Also dieses ganze Zeugs, was eigentlich bloß zum Kompilieren gebraucht wurde, das wird jetzt auch wieder entfernt. Sodass wirklich bloß noch die Bibliotheken vorhanden sind, die auch zum Ausführen gebraucht werden, aber eben nicht zum Bauen. Da komm, 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 komm. Na, na komm. Gucken. Also meine SSD, obwohl jetzt blinkt sie mal kurz. Da ist so eine Kontrolllampe drauf. Dann kann ich dann gucken, ob sich da was tut. Aber da entfaltet sich jetzt weniger Hektik, als ich es eigentlich vermutet hätte. Räume auf. Aufräumen ist immer gut. Wer weiß, ob die Nachbarn vorbeikommen. So, Passwort eingeben. Jo, sehr gern. Ja, entferne ich mal das andere Supertux, damit ich jetzt auch mein neues Supertux Git bekomme. Ja, installieren. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert oder ob ich jetzt bei einer von diesen Fragen hier mit den Ja-Nein-Fragen doch was falsch ausgewählt habe. Supertux 2. Oh, ja. So, jetzt habe ich hier Supertux im Fenster. So, und jetzt kann ich hier, genau, mit
den Pfeiltasten auswählen. Jetzt möchte ich hier noch einmal Vollbild zurück. So. Und jetzt probiere ich mal, ob ich auf dieser Capture-Karte auch noch Ton rauskriege. Ja, das sieht so aus, als ob das wirklich funktioniert. So, jetzt probiere ich das einmal hier. Ich habe blöderweise so eine ja, Verzögerung hier. Also ich gucke mir das Bild über die Capture-Karte an. Ich habe es wieder darüber angeschlossen. Und zwischen meiner Tastatureingabe und dem Bild, was ich sehe, ist eine gewisse Verzögerung. Von daher wird das jetzt eher nicht so wunderbar funktionieren. Nicht, dass ich sonst auch besser, nicht, dass ich sonst gut könnte. Aber jetzt wird es nochmal schlechter. Achso, Escape, Skip, ja. So. Und diese Tastatur ist halt auch sehr klein, was die Pfeile angeht. So, ja, mal gucken. Geht das jetzt? Mit der Leertaste kann ich springen. Oh, ein Schneeball. Ah, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Und. Und der lustige. Ja, stimmt. Soweit war ich denn auch schon. Wenn ich jetzt den Schneeball noch kriege. Schneeball, Schneeball, Schneeball. So, bin ich auch groß genug und dann kann ich ja auch dagegen springen und Kisten kaputt machen. Ach, das sind gar keine. Das sind Eier. Okay, es sind Eier und keine Schneebälle. Das ist ja auch zum Pinguin. So. Upp. Das war sehr Ziegel noch, oder? So, und jetzt muss ich ihn ja eigentlich. Nee. Aber das macht es ja schon mal leicht entspannter. Ja, genau. So, kann ich auch noch hier. Immer Glocke drücken, ihr wisst ja, abonnieren, Glocke drücken. Ein Kontrollpunkt. Ja. Ach, okay, das war's gewesen.
Astravi vielleicht irgendwann mal. Weg damit. Direkt mal die Blöcke rechts von mir klappen rein. Achso, okay. Ja. Aber wie wahrscheinlich? Achso, einfach in dieselbe Richtung laufen. Verstecke. So, A, der Pfeil markiert die Richtung. Gut, dass der Kollege runterspringt. Hey! Ja, das war ja Action geladen. So, es funktioniert. Also man kann auf diesen P400, ne, also auf dem kleinen Kasten hier, kann man Dinge kompilieren. Dauert natürlich deutlich länger, als wenn man das auf so einem potenten Rechner machen würde, auf so einem PC. Aber es funktioniert prinzipiell. Macht natürlich sein, dass irgendwie diese 4 GB RAM zum Kompilieren ganz wenig sind. Aber für SuperTools 2 hat das schon mal gut funktioniert. Ein bisschen endgültig, aber das Spiel würde ich doch schon gerne verlassen. Wo wir jetzt schon bei Spielen waren, native Spiele, das Ding läuft jetzt ja nativ direkt auf dem Raspi drauf, dann gibt es sowas wie DOSBox, das emuliert halt einen PC, einen betagten PC inklusive dem DOS, dem Betriebssystem, was es so in den 80er, 90ern gab und wo es halt diverse Spiele für gab. Das ist halt heutzutage Retro, wie man das jetzt so schön sagt. Und dafür gibt es die Software DOSBox, die emuliert halt diesen Rechner und bringt auch so ein, ja, so ein Betriebssystem gleich mit, sodass man alte Spiele, wie zum Beispiel hier dieses Monster Bash, was es als Shareware-Version zum Beispiel von Archive.org gibt, runterladen und da drin ausführen kann. Prinzipiell, also auf dem PC funktioniert das. Ob es hier klappt, sehen wir gleich. Dazu brauchen wir jetzt erstmal hier die DOSBox, ja, aus dem Community-Bereich. Damit ich das installieren kann, brauche ich wieder Rootrechte. Und jetzt installiere ich mir das. Ja, und das war's schon. Und da ist es. Als normaler Benutzer wiederum. Jetzt lade ich mir hier einmal das Monster Bash runter. So, genau. Treffen. Jetzt habe ich hier den ersten Teil von dem Monster Bash. Das wurde damals als Shareware vertrieben. Das hieß also, die erste Episode, die durfte man kopieren, ganz legal. Und wenn man halt mehr davon haben wollte, musste man für Teil 2, 3, 4 oder wie viele es auch gab, einfach bezahlen. Das war, oder es ist ja immer noch, als Shareware vorhanden. Also man darf es weiterhin auch kopieren. Darum gibt es es auch auf Archive.org. Nee, Monster Bash, so heißt es. So, jetzt habe ich so, hier so eine Excel-Datei und so eine DAT-Datei. Und wenn ich jetzt hier einfach mal DOSBox so starte, dann habe ich hier jetzt meinen emulierten kleinen PC. Also ich kann auch über Konfiguration noch festlegen, was der genau emuliert werden soll. Da werden mir auch quasi historische Soundkarten wie diese Soundblaster-Karte emuliert. Und über Parameter kann ich auch noch andere Soundkarten, Grafikkarten emulieren lassen, die es halt damals so gab. Also die ja heute eben vielleicht im Museum noch kriegt oder ja, halt gebraucht. So, gucken, wie ist das hier? Also es ist erstmal eine englische Tastatur, also ihr habt verschiedene Laufwerksbuchstaben, Z ist irgendwie dieses FreeDOS, was da drin ist, und dann gibt es
Achso, da muss ich auch noch sagen hier, ich muss das auch noch mounten. Den Befehl gab es so unter DOS nicht. War das so? So, also damit kann ich mir so verschiedene Laufwerksbuchstaben machen. Das ist nicht so wie unter Linux, das ist sonst halt so wie unter Windows. Da haben verschiedene Partitionen und ja, CD-ROM, DVD, Diskettenlaufwerk und sowas. Die haben halt so Buchstabenbezeichnungen. So, und damit habe ich mir jetzt ein Laufwerk C gemacht. Mit dir kann ich mir den Inhalt anzeigen lassen. Das ist quasi so wie LS. Und da habe ich jetzt, weil ich gesagt habe, mit, ah, das geht sogar, mit Pfeil nach oben, wie man es von der Bash kennt, Mount. Und ich möchte jetzt einen neuen Laufwerksbuchstaben C haben. Und Punkt bezieht sich auf mein aktuelles Verzeichnis. Und da ich mich in meinem Home-Verzeichnis befunden habe, habe ich hier jetzt unter Laufwerk C mein Home-Verzeichnis reingemountet, damit DOSBox und ja, dieses System von damals damit überhaupt was anfangen kann. So, und jetzt habe ich hier, ja, für mich ist es relativ klein. Irgendwie gab es auch einen Trick, wie man das in Vollbild machen kann. Probier mal. Ah, mit Alt und Enter kann man zwischen dem Fenstermodus und Vollbildmodus hin und her schalten. Und dort habe ich jetzt, wie ist denn die gute Datei? Kann ja auch hier sagen, dir Stern. Ja. Ja, wo ist mein Sternchen? Da. 8. Shift und 8. Und jetzt kann ich eben mir über dir, Stern und Exe ausgeben lassen, die ja, Dateien, die Exe als Endung haben. Und das sind halt eben die ausführbaren. So, und wenn ich jetzt sage hier Bash 1, dann. Und so wie ich es am Ausschlag sehe, die Capture-Karte produziert einen Ton, das solltet ihr hören können. Und ja, jetzt haben wir hier eben das Monster Bash Intro. Genau, steht in der Shareware-Version. Früher hat man so auf dem Bett gehalten, heute kann man einfach runterladen und die Größe machen die Sache ist halt hier auf der Ecke nicht klein, sondern nur an. Die Grafik ist natürlich schon gestaltet, damals auch. Das hier sieht so nach EGA aus, EGA 16 Farben, wie so wie man heute in den Fotorealisten und sonst was. Und das Ganze in 320 bis 300 Pixel. Diese Aufnahme deswegen, weil die gerade noch nicht so weit reinpasst, auch mit 20 mal 200 ist 64.000. Das liegt unter den 64 die man da so hatte. Das passt in ja, so einen Bereich rein, der war direkt adressierbar. Also, guckt euch das an, wenn ihr euch dafür interessiert, warum passt so ein Zeug an. So, Beginn. Ja, Part 1 ist ja der einzige, den ich hier habe. Klock, klock. Und ja. So. Gucken, ob ich das irgendwie ein Level durchkriege. So, schießen. Hier springen, alt ist. Und ich darf natürlich nicht auf irgendwelche Dinge drauf, so wie ich das hier einmal demonstriert habe. Das sollte ich nicht tun. Und die Viecher hier, die waren auch irgendwie, ja. Also was alles irgendwie hier so nach
Skeletten und Untoten aussieht, ist prinzipiell schlecht. Kern halt, wenn da unsere grüne Füße wackeln, dann kommt da vielleicht irgendwas. Ja, genau. Dann will da wieder eine übergriffig werden. Au. So, dann habe ich links meine Lebensanzeige. Verschiedene Waffen hier mal sagen. Ne, kenne ich jetzt auch. Also das ist jetzt quasi aus dem, was ich von Anno dazu mal noch erinnere. Das ist verschiedene Sachen. Das ist, hier ist jetzt so eine Steinschleuder, die gleich mehrere abschießt. So, da kann ich die Lebensenergie tanken. Das ist auch gut. Und. Katze muss auch noch freigelassen werden. Hier, nee, nach oben gucken kann ich leider nicht. Natürlich. So, schnell. Und einige von diesen Spielen. Lebensbereich drauf gehen, lasse ich es auch. Falls euch sowas interessiert, gibt es bestimmt irgendwo Let's Plays von Leuten, die sagen. Vom Kopf getroffen und dann wurde ich selbst eher kopflos. So, dann war es das soweit hiermit Monster Bash. Also man kann sogar diese Y gleich Z. Man kann diese alten Spiele, die für PCs von vor, ja, wann kamen die ersten raus, die sowas ausführen konnten, steht hier irgendwo noch ein Datum. Also das dürfte halt sehr alt sein. Kann man halt emulieren und das eben auch auf einem komplett anderen System. Also das ist ja für x86 geschrieben worden, damals für so ein, ja, vielleicht für ein 286er oder vielleicht noch ältere Modelle. Und das kann man halt emulieren. Ja, und dann kann man diese Sachen halt weiterhin spielen. Eigentlich eine feine Sache. Gibt aber auch, wenn man das wirklich machen möchte, so Distributionen, die darauf halt direkt zugeschnitten sind. Die gibt es für verschiedene Raspi-Varianten. RetroPie heißt da eine. Da kann man eben DOSBox drauf haben oder eben auch andere, ja, quasi historische Videospielplattformen wie Super Nintendo und sonst irgendwas drauf laufen lassen. Ja, feine Sache an sich, aber darum soll es hier eigentlich gar nicht gehen. Bloß, dass es überhaupt geht und es funktioniert ja eigentlich sehr gut dafür. Wo wir jetzt schon beim Emulieren von anderen Systemen waren. Also ich habe schon mal ein Video vorgestellt, wo ich hier dieses RISC-V vorgestellt habe. Das ist eine alternative freie Prozessorarchitektur, wo sich aktuell eine ganze Menge halt tut. Und das kann man eben auch in QEMU emulieren. Ich habe das schon mal gezeigt, wie man das unter, ja, VirtualBox, und da drin läuft in dieses QEMU, was den RISC-V emuliert drin läuft. Und dachte ich mir, probiere ich das Ganze jetzt mal aus, wie sich das auf dem P400 so tut. Ob das irgendwie läuft, ob das gut läuft oder ob das da irgendwelche Probleme gibt. Ich habe wiederum einmal vorbereitet hier diese Firmware. Ich brauche nämlich zwei verschiedene Dateien für das RISC-V. Ich brauche wiederum hier dieses BIOS da. Das
ist sowas ähnliches wie das EFI, denke ich mal. Und ich brauche einen speziellen Bootloader dafür. Das ist dieses U-Boot eben für den RISC-V. Ja, das brauche ich dafür. Und anders als in dem anderen Video, wo ich das im nur Textmodus habe, gönne ich mir dieses Mal hier eine ATI VGA Grafikkarte, die emuliert wird. Und dann gucke ich einfach mal, ob das funktioniert. Und was ich natürlich auch noch brauche, ich brauche das Image dafür. Das habe ich schon mal vorbereitet für das andere Video. Das habe ich einfach mir rauskopiert aus dieser virtuellen Maschine. Das ist die virtuelle Festplatte, wo das Debian Unstable, also quasi noch Stand von Debian 10 drin ist. Und das gibt es eben als RISC-V in der 64-Bit-Version. Ja, mal gucken, ob das klappt. Aber zuerst hole ich mir jetzt hier meine Firmware-Dateien und dann mache ich gleich einmal weiter mit dem nächsten. So, das Ganze muss ich auch wiederum als Root machen, weil ich direkt ins Dateisystem reinschreibe, an Stellen, wo ich als normaler Benutzer das eben nicht dürfte. So, genau, ist jetzt entpackt. Sehr schön. So, jetzt werde ich wieder zum normalen Benutzer. STRG und D kann ich dafür drücken. Ich kann auch Exit eingeben. Und dann versuche ich einfach mal gleich mit QEmu das zu starten. Ich habe jetzt hier schon mein, ja, also mein Abbild von dieser virtuellen Festplatte mit dem installierten RISC-V 64 Debian drauf. Und jetzt hole ich mir hier diese, ja, diese mehreren Zeilen. Letztendlich gehört es in eine. Der Zeilenumbruch, dass der nicht stattfindet, dass es sonst für die Bash einfach hintereinander gehängt wird, ist immer dieser Schrägstrich am Ende hier. Und mache ich so. Ja, genau, den ganzen Block möchte ich einfügen. Jetzt habe ich den hier drin und mal gucken, ob das jetzt schon klappt. Ja, stimmt, jetzt habe ich hier diese Grafikkarte, die steht da drin. Ich habe aber auch noch verschiedene andere. Ich jetzt gucke, ah, seriell, da habe ich meine Ausgabe von dem Kernel, wie er halt bootet, schon drin. Obwohl, es basiert sogar schon auf Debian 11, also zwar auf dem Unstable, was damals halt aktuell war, als das Debian 11 noch nicht raus war. Und ja, jetzt startet er diesen Kernel hier. Ja, und das Ganze läuft eben dementsprechend langsamer, denn es werden nicht halt die nativen Befehle von ARM64 auf ARM64 durchgereicht, sondern es wird halt eine CPU quasi emuliert und das macht es halt viel, viel langsamer. Auf dem PC selbst, auf ja, im relativ flotten, läuft es natürlich schneller. Aber man darf davon jetzt nun keine Geschwindigkeitsrekorde erwarten. Das ist nun mal einfach so. So, und jetzt. Ja, immer noch nicht ganz hochgefahren. So, mal gucken, ob jetzt auf der Grafikkarte. Habe ich hier? Nee, das wollte ich nicht. Nee, da habe ich eben noch keine Grafikkarte. Achso, das ist der. Also ich habe auch wieder erstmal bloß diese serielle Konsole, wie auch bei dem anderen, was wir hatten, mit der virtuellen Maschine, die jetzt zwar ARM64 hatte. Da war es ja auch erstmal so, die Installation musste über die serielle Konsole starten. Und nachher, nachdem es alles installiert war, konnten wir dann eben auch ja, grafisch werden. Also da hatten wir ja den Desktop drauf. Das hat ja alles funktioniert. Aber die Installation selbst brauchten wir bei dem QEMU erstmal die serielle Konsole. Da kamen wir nicht dran vorbei. Mal gucken. Starte LightDM Display Manager. Mal gucken, ob sich da jetzt was tut. Wäre natürlich eine sehr feine Sache, aber
Nein, schon wieder den falschen genommen. So. Kann ich jetzt hier auch. Achso, ah, okay. Jetzt habe ich hier schon mal mein Login. So. So. Also es ist alles eben deutlich langsamer, eben aufgrund dieser Emulation von einer anderen Prozessorarchitektur. Das dauert alles länger. So, genau, also wie man jetzt hier sieht, also es ist ein Linux-System. RISC-V ist die Architektur von dem ganzen System. Genauer gesagt, so ein RISC-V in der 64-Bit-Variante. Es gibt eben auch 32-Bit, aber 64-Bit ist das, was ja, Linux-tauglich ist. Beim anderen weiß ich es nicht, aber das nimmt man halt irgendwie dafür. Und da drin läuft eben auch ein eigener Kernel. Ja. Und das emuliert mir halt proc, CPU, Info. Da in dem proc-Dateisystem kann ich halt gucken, wie jetzt die CPU ist. Mit CPU-Info in dieser Pseudodatei stehen so Informationen drin. Und dort sehe ich jetzt, dass ich hier zwei Kerne habe. Die habe ich auch angegeben in meiner elendig langen Zeile für QEMU zum Emulieren. Und da habe ich jetzt hier einen ja, Prozessor, der diese Spezifikationen hat. Und beim Arbeitsspeicher, ich habe hier ungefähr ja, so 2 GB zugewiesen, also ein bisschen weniger, 1,9. Und dann habe ich das eben auch als Arbeitsspeicher hier drin. Ja. So, dann gucke ich nochmal. Ein letzter. Nee, geht nicht. Ja, also so klappt es jetzt nicht. Aber ich will da jetzt eigentlich auch nicht dran rumspielen und versuchen, das zum Laufen zu kriegen mit der grafischen Oberfläche, ob das klappt. Wenn es funktioniert, wird es eklig langsam sein. Von daher, das war jetzt einfach bloß mal so, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Theoretisch, also man kann das machen, das Emulieren ist aber dementsprechend langsam. Ja. So, und dann aus. Das Ganze runterfahren, das wird jetzt auch nicht viel schneller gehen. Oder mal gucken. Dauert. Jo. Jo, genau, und dann sind wir halt wieder raus aus dem System. Wenn ihr euch jetzt nochmal angucken wollt, was diese einzelnen Parameter machen, ich habe das in dem anderen Video halt beschrieben. Guckt euch das an, lasst es bleiben, wie auch immer ihr das gerne möchtet. Das wäre es letztendlich auch für dieses Mal. Ist vieles anders gelaufen, als ich es eigentlich erstmal vorgehabt habe. Probiert das Ganze aus, lasst es bleiben, viel Spaß damit, abonnieren, Glocke drücken und ansonsten bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und bis dann. Tschüss.